Warte mal, geht schon los? Geht schon los? Ja, mach deinen Scheiß los. Ich bin gespannt, dass das was wird heute. Ich habe seit 10 Monaten keine Show mehr moderiert. Deswegen, hallo, herzlich willkommen. Hola. Und ich hole gleich das erste für meine Leute. Du hast ja noch immer die Hose unten. Ja. Ich glaube bei jeder Fritz-Show-Folge einmal die Hose ausgezogen. Isabelle ist hier, aber die ist schon von hinten zu, Leute. Also, oh Mann. So, ja, Leute. Isabelle. Kriegen wir dann irgendwas zu essen? Wow. Ja, passt. Oh, Center Shock, ist das geil! Das ist mal ein guter Anfang. Es geht mit dem Quiz los! Yay! Wow. Oh, das sind Schlümpfe, das fällt mir erst jetzt auf. Schmeckt das auch scheiße. Aber gib her. Wie ist mein Mund? Der war gar nicht so schlecht. Okay, einen noch. Das sind Kraken, weil ich gerade angekommen bin. Er sticht sich so ein Auge aus. Wow! Kann ich deinen Keks haben? Nein. Ich hab... Erste Frage. Wie schnell... Wow! Magst du mal erklären, was da gerade los ist? Wir haben uns gerade LSD reingekauft. Erste Frage. Wie schnell dreht sich die Welt in einer Sekunde? 380 Kilometer. 381 Kilometer. Der Tobi hat gewonnen. Echt? Es sind nur 29. Ja, du Noob. Welche Stadt ist die größte der Welt? Aber ich sag Tokio zur Absicherung. Ich weiß es nicht. Es ist Tokio. Echt? Ja. Was ist das meistverkaufte Spielzeug der Welt? Lego. Das ist der Zauberwürfel. Wie viele Einwohner hatte Österreich im Jahre 2000? 6,5 Millionen. 6,6 Millionen. Es sind 8 Millionen. Tja. Das ist das erste Video auf dem YouTube-Kanal Yardchester. Wollt ihr die Frage beantworten? Dieter Bohlen, sag es nicht, oder? Richtig. Oder? Was fiel der Königstochter beim Froschkönig ins Wasser? So eine Kugel. Ja, so eine goldene Kugel, ja. Goldene Kugel. Ja, die goldene Kugel. Passt! Wie heißt das Wort in Mary Poppins? Das hey, lol. Wieder warte mal, warte mal. Super Kali, Frage, listisch. Expialegetisch. Oder ich. Oh, geil. Wie hoch ist der Pariser Eiffelturm? 480. 481. Er gewinnt jetzt Eddie. Blöde Fragen, aber ich frag's trotzdem. Draußen vom Walde komm ich her und sage euch es. Weihnachtsherr! Aus welchem Gebirge stammen ursprünglich die Lamas? Antwortmöglichkeit. C. Anden. Warte mal, sind die Kalbalben es richtig sind die schon Anden, drin? Es sind die Anden. Und D. Atlas. Anden. Die Anden. Ich sag die Kalbalben. Das ist der Tobias. Warte, überlegt euch mal, wie lange das dauern muss, wenn der Fritz jede Woche ein Video hochladen will für ein Jahr. Da müssen wir 10 Jahre lang die Show drehen, oder? Wenn man nicht zielführend vorgeht, befindet man sich A. auf dem Holzweg, B. auf der Asphaltstraße, Holzweg. C. unter Wasser, Holzweg. D. im Graben. Holzweg. Holzweg. Ich sag auf der Asphaltstraße. Holzweg. Nochmal was? Asphaltstraße. Holzweg. Holzweg. Holzweg, ja. Danke, da haben wir jetzt einen Gleichstand. Eine Musikrichtung der 1950er Jahre ist Rivernroll, Rock'n'Roll, Woodenstock und Dream Run. Rock'n'Roll. Du sagst, was war das erste? Rivernroll. Ich sag Woodenstock. Es ist Rock'n'Roll. Danke. Ja, das war's. Oh, könntest du so eine Challenge machen, dass wir alle so ein Cordon Bleu essen müssen? Aber halt nicht so schnell wie möglich, sondern halt einfach... Du hast nicht vorhanden. Macht er es oder nicht? Herzlich willkommen. Also. Ich zeige euch kein Video, sondern wir sind hier live. Die Frage ist, ob ich diesen Bleistift fallen lasse. Und ich habe mir jetzt aus aufgeschrieben, also ich habe mich schon entschieden, was ich machen werde. Du machst das. Ich sag, du machst das nicht. Es steht da drauf, ich lasse ihn fallen. Jetzt kommt das allseits beliebte in 20 Minuten! Buh, ich hasse das. Das ist, ich dachte, ihr liebt es. Das ist so scheiße. Das ist für unser Zeitinvestment, wir müssen aufstehen und wir kriegen kein Essen. Das ist logisch, dass wir es nicht mehr. Wir sind fressende Würmer. Ja, wir wollen nur fressen und das war's. Da kann ich euch befriedigen, weil wir werden heute wirklich viel in 20 Minuten laufen. Wir werden uns bewegen, wir werden rausgehen.
Echt? Ja. Ah. Wir gehen laufen. Ist das dein scheiß Ernst? Da, Fritz, das musst du rein schon wieder tun. So. Ist das dein scheiß Ernst? Stein, Papier. Bam. Grüß dich, GoPro. Okay. Holst du eure Handys raus? Okay. Tobi, nein, nicht. Das Spiel nennt sich Minecraft Earth. Nein, wir machen die Challenge, kriegt 2 Punkte. Nein. Doch, weil sonst ist es langweilig. Sonst gibt es keinen ja, Sinn. Doch. Das machen wir so, das ist ja. Lustig. Nein, nein, wir machen 2,1 Punkte für die Challenge. Wenn du die gewinnst, gewinnst du, wenn ich die gewinne, gewinne ich. Okay, wir sehen uns dann draußen. Bis gleich. Wow. So, zeig mal her. Das Spiel? Das Spiel, das ist das Spiel. Gibt es auch Tiere und ja. Um die geht's heute. Wir müssen heute nämlich so viele Tiere einfangen wie möglich. Es geht los, ja? Okay, los geht's. Ich bleib bei mir. Weißt du auch, wo die Tiere sind? Oder bist du einfach dorthin gelaufen? Ja, ich hab einen Schwein. Oh, oh, oh. Ein Schweinchen. Ein Schaf. Ein Schaf. Ja, ich hab eine extra Kuh. Geil. Hey Fritz, mein Spiel hat sich aufgehängt. Ah nein, jetzt geht's. Ich hab 18. Hallo. Hallo Tobi. Es ist aus. Wie viele Tiere hast du? Ich habe... Audio wird jetzt vielleicht ein bisschen schlechter sein. Den Tobi hat's gefallen? Nein. So ein Scheißdreck. Spielt Schere, Stein, Papier, wer als erstes die Zahl sagt. Okay. Oh, oh, oh. Na, was? Schere, Stein, Papier. Bam, muss ich sagen. 11. 18! Okay, was ist die Bestrafung? Tobi, du darfst jetzt nichts machen. Du bleibst jetzt den ganzen Tag sitzen. Nein, Spaß. Es gibt keine Bestrafung. Es gibt nur einen Gewinner. Also, diese Challenge hat der Jan gewonnen. Und der Gewinner dieser Challenge, oder Challenge, dieser Show, kriegt... Oh, wirklich? Wow! Und ich weiß, für dich ist es sehr... Ja, ich brauche es ewig. Du brauchst es ewig. Dankeschön! Yes! Dankeschön! Wir machen jetzt gleich aus. Nein! Das war's mit der sechsten. Das war's mit der wirklich sechsten Folge, Alter. So die schnell. Wirklich so schnell vergeht die Zeit. Ja, es ist unglaublich. Die Folge war so geil. Kannst du mir sagen, ob du bei der nächsten Folge, bei der siebten Folge, noch deinen Schnauz hast? Ich denke schon, ja. Ich denke nicht, dass ich den verlieren werde. Du hast du den jetzt? Nächstes Mal. Was hast du für eine Stimme gerade? Nächstes Mal haben wir einen Stargast bei uns. Was denn? Wer? Das war ja nicht. Gut, tschüss! Michael Buchinger, wir haben dich vermisst. Tschüss, Michael Buchinger.